Mit dem Kupferkessel, dem Herzstück der Bonbonproduktion, fängt ein jeder Tag im Branchenladen an. Der Zucker brodelt hier schon so vor sich hin. Und falls euer Kopf vor innovativen Ideen nur so überkocht, dann solltet ihr zu Tide kommen. Hallo und herzlich willkommen bei Tide Aktuell. Am Mikrofon ist Wolfgang. Wer nicht nur Radio hören, sondern selber machen möchte, ist bei Tide genau richtig. Beim Radiomagazin Tide Aktuell lernen Praktikanten wie Laura Stanzewa von der Pike an, wie man einen Magazinbeitrag produziert. Unterstützt wird sie dabei vom erfahrenen Radioredakteur Wolfgang Krömer. Der Arbeitstag beginnt mit einem Redaktionsmeeting, in dem die Themen der aktuellen Sendung festgelegt werden. Unser Thema heute: Soll der Bundesfinanzminister eine CD mit illegal beschafften Steuersünderdaten ankaufen, um so etwa... Steht das Thema, werden Hintergründe im Internet recherchiert, Fragen formuliert und ein passender Partner für ein Telefoninterview gefunden. Guten Tag, Herr Weiland, Stanzewa vom Tide Radio. Redaktionell vorbereitet geht es dann mit Kopfhörer zur Produktion ins Tide Radiostudio. Als erstes gilt es, die Aufnahme technisch vorzubereiten. Das Tonbearbeitungsprogramm muss eingestellt und das Studio eingerichtet werden, bevor der Interviewpartner telefonisch kontaktiert und zugeschaltet werden kann. Ja, guten Tag, Herr von Färber. Hier ist Stanzewa von Tide Radio. Sind Sie jetzt bereit für unser kleines Interview? Mikro auf und das Interview kann beginnen. Was halten Sie von diesem Steuer-CD-Sünder-Ankauf durch die Regierung? Sind alle Fragen gestellt, geht es daran, das Interview zu schneiden. Der Ton wird noch einmal nachbearbeitet, grobe Versprecher rausgeschnitten und die Sendung mit Moderation und Beitrag zusammengefahren. Zum Schluss wird die fertige Produktion in den Sendeserver eingespeist, um am nächsten Morgen pünktlich on air zu gehen. Das war's wieder für heute bei Tide Aktuell. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei.